Aha. Flugreisen sind der absolute Klimakiller. Das ist aber eine ziemlich steile These. Das behaupten die Klimakleber Luisa S. und ihr Freund Yannick S. Nicht wirklich überraschend sind ja auch krasse Umweltaktivisten. Urlaub machen die bestimmt in Deutschland, irgendwo in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Das würde man meinen, aber das Pferdchen fliegt nicht nur moralisch hoch, man genießt gerade die Sonne in Thailand. Ja, Sie haben richtig gehört, mit dem Flieger sind die beiden mal eben auf die andere Seite der Welt gejettet. CO2-Ausstoß natürlich bombastisch. Die Rechtfertigung der beiden klingt fast wie ein Scherz. Sie hätten den Flug ja als Privatleute gebucht und nicht als Klimaschützer. Die Leute gucken halt nur auf ihren eigenen Teller. Über den Tellerrand kommt man immer kaum nicht hinaus. Hauptsache, ich hab Fleisch. Und seit Jahrzehnten sehen wir uns gemeinsam an, wie dafür der Regenwald gerodet wird. Die Einheit wird mittlerweile in 35 Fußballfelder pro Minute angegeben. Das ist pro Tag eine Fläche von Köln. Das ist totalitär und nicht ein Veggie-Day. Die Förster sind diejenigen, die am nachhaltigsten sind. Danach kommen die Landwirte. Und irgendwann eine ganze Weile gar nichts. Dann kommen wieder ein paar andere. Und dann, wo gar nichts mehr kommt, kommen die Klimakleber. Die kleben sich mit Industriekleber auf die Straße. Haben Nylonwesten an, haben Plastikschuhe an, weil sie ja gegen Tiernot sind. Und so weiter und so weiter.